Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie eine Kampagne erstellen. Da das Ganze so umfangreich ist, teilen wir das in mehrere kleine Abschnitte auf. Zunächst einmal sollten Sie eine Kampagne anlegen. Das können Sie tun, wenn Sie auf dem Reiter Kampagnen sind, indem Sie hier auf das Pluszeichen drücken und dann eine neue Kampagne auswählen. Sie haben dann die Möglichkeit, nach verschiedenen Kampagnentypen auszuwählen. Das reicht von Android-App-Installationen über YouTube-Videos, Google Shopping, das Display-Netzwerk, also das Werbenetzwerk, in dem Google eben Bannerschaltung ermöglicht, und das Suchnetzwerk. Wir fokussieren uns hier auf diesen Bereich, das Suchnetzwerk, weil das auch der Kern des Kurses ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kampagne schon auf ein bestimmtes Ziel hin auszurichten. Sie können dies tun, das vereinfacht den ganzen Prozess. Da wir aber jetzt zunächst einmal alle Optionen sehen möchten, stellen wir hier keine Option ein, also kein bestimmtes Ziel. Ich würde Ihnen auch empfehlen, das zu Beginn nicht zu tun, weil dann haben Sie immer die volle Kontrolle über eine Kampagne. Sie können dann einen Kampagnennamen auswählen, da Sie ja die Möglichkeit haben, auf unterschiedlichen Bereichen zu werben. Macht es hier Sinn, erstmal SN für Suchnetzwerk einzugeben, und dann können Sie auch optional die Region eingeben, beispielsweise Deutschland, oder wenn es regional ist, eben hier auch einen Städtenamen entsprechend eingeben. Als nächstes sollten Sie dann eben den Kampagnennamen und auch den Bereich des Kampagnennamens deutlich machen, also wo wird jetzt genau geworben. Hier ist eben klar, es handelt sich dann um Elektrorasenmäher. Dann werden Sie noch einmal gefragt, und das ist hier in der Regel das Display-Netzwerk dann noch ausgewählt. Das sollten Sie abwählen, solange Sie das noch nicht möchten. Und werden dann noch mal gefragt, ob Sie wirklich nur im Suchnetzwerk werben möchten oder auch zusätzlich auf Suchnetzwerk-Partnerseiten. Das bedeutet dann, dass Google eben die Option der Suchmaschine auch weiterträgt an beispielsweise E-Mail-Anbieter, die dann auf ihrer Startseite eine Suchoption anbieten, die dann aber nicht ihre eigene Suchmaske ist, sondern die von Google. Das können Sie natürlich auch wählen, dass Sie dort angezeigt werden möchten. Dann können Sie den Standort eingeben. Sie können hier also weltweit das machen, nur in Deutschland oder eben auch lokal, wenn Sie hier beispielsweise Lübeck eingeben, würden Sie entsprechend nur in Schleswig-Holstein werben, können sich das Ganze dann hier auch nochmal anschauen und haben eben die Möglichkeit, das einmal in dieser Form zu machen, also in den Stadtgrenzen oder eben auch auf einem Radius hin, sollten hier dann auch entsprechend Kilometer eingeben und können dann hier auch die Stadt Lübeck als Standort eingeben und sehen, dann gibt es eben das Ganze auch als Radius. Das könnten Sie auch dann noch für mehrere Standorte machen, sodass Sie dann eben immer beispielsweise nur in Städten in einem Umkreis von 20 oder 10 Kilometern werben. In diesem Fall können Sie diesen Bereich eben auch rausnehmen, weil er abgedeckt wird durch den Radius. Wenn Sie aber deutschlandweit werben, dann können Sie hier auch noch die Sprache eingeben. Sie haben die Möglichkeit, das nur auf Deutsch zu machen oder eben auch Englisch noch hinzuzunehmen. Das kann dann Sinn machen, wenn Sie wissen, dass innerhalb Ihrer Kampagne es auch Teilnehmer gibt, die beispielsweise ihr Betriebssystem auf Englisch eingestellt haben, aber durchaus auch auf Deutsch suchen. Dann kann die Hinzunahme dieser Option sinnvoll sein, denn die Suchbegriffe, die Sie hinterher in der
AdWords-Kampagne hinterlegen, sind dann ja nach wie vor deutsch. Sie sollten hier nur darauf achten, dass Sie keine sogenannten falschen Freunde haben, also eben Suchbegriffe, die im Englischen und im Deutschen gleich geschrieben werden, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Beispielsweise das Wort bald würde im Englischen bold, also glatzköpfig, bedeuten. Und dementsprechend muss man hier vorsichtig sein, dass es hier keine ungewünschten Klicks gibt auf Dinge, die Sie in der Form gar nicht meinen. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Gebotsstrategie vorzugeben. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Google möchte hier unterstützend wirken. Das heißt, Sie können hier natürlich eine Gebotsstrategie auch auswählen. Das reicht von einer sogenannten Ziel-CPA, also Cost per Acquisition. Das sind die Kosten, die Sie pro Abverkauf eines Produktes maximal auswählen möchten. Sie können das dann hier eben entsprechend auch eingeben, also wie hoch soll das sein, und Google versucht sich daran zu orientieren. Das funktioniert nur, wenn Sie ein Conversion Tracking integriert haben und auch wenn Sie ungefähr wissen, welcher Wert denn hier realistisch ist. Also das alles ein sehr fortgeschrittener Bereich. Das gleiche gilt hier für die Return on Advertising Spend Ziele. Und dann gibt es hier Klicks maximieren, Conversions maximieren und Ausrichten auf Suchseitenposition. Das sind alles Gebotsstrategien, wo Google versucht, über den Klickpreis möglichst viele Klicks oder Conversions zu erreichen oder eben möglichst hoch auf der Seite gelistet zu sein. Das hat den Vorteil, dass Sie eben mit dem Budgeteinsatz, den Sie haben, versucht Google automatisiert möglichst viele Klicks zu erreichen. Gleichzeitig hat es aber auch den Nachteil, dass Google oftmals versucht, auf diese Ziele zu kommen, indem die maximalen Kosten pro Klick eben nach oben angepasst werden, was dann wiederum dazu führt, dass Sie pro Klick eben sehr viel bezahlen. Das sollten Sie in dieser Voreinstellung vermeiden. Ähnliches gilt für die sogenannte kompetitive Auktionsposition. Das kann dann sinnvoll sein, wenn Sie einen direkten Mitbewerber haben, den Sie zwingend überbieten müssen oder wollen. Dann können Sie diese Gebotsstrategie auswählen, aber auch hier würde ich zunächst davon absehen, wenn Sie noch nicht so viel Erfahrung in Google AdWords haben. Was Sie machen können als Orientierung ist der sogenannte auto-optimierte CPC. Da wird von Google vorgeschlagen, wie hoch der CPC denn pro Anzeigengruppe oder pro Kampagne oder eben dann später auch pro Keyword sein soll. Und Sie können auf der Basis dann von diesem Richtwert aus Ihre Gebote manuell nach oben oder nach unten korrigieren. Das kann sehr viel Sinn machen, wenn Sie noch keine Vorstellung davon haben, wie hoch denn die Kosten pro Klick tatsächlich sein sollen. Dann geben Sie hier manueller CPC ein und trotzdem aber den auto-optimierten CPC aktiviert. Dann haben Sie eine Voreinstellung, die Sie dann im Nachgang anpassen können und aber auch müssen. Denn Sie sollten dann eben nicht darauf vertrauen, dass Google die Klickkosten für Sie selbst optimiert. Das nächste ist das Tagesbudget. Hier hängt es eben stark davon ab, wie hoch Ihr eigenes Budget ist. Und wenn Sie beispielsweise zum Testen erst einmal 10 Euro pro Tag eingeben, dann können Sie hier noch auswählen, soll das Ganze denn nach Standard ausgeliefert werden. Das heißt, Google orientiert sich hier daran, dass Ihre 10 Euro über den Tag verteilt ausgegeben werden oder beschleunigt. Das würde bedeuten, Google versucht, das Budget schon so schnell wie möglich auszugeben,
bis es eben aufgebraucht ist und würde eben dann nicht darauf warten, dass es am Ende des Tages erst ausgegeben ist. Und als erste Option, das Start- und Enddatum können Sie hier eingeben, wenn Sie beispielsweise eine Kampagne haben, die sich auf ein spezielles Zieldatum, wie beispielsweise der Beginn der Sommerferien oder Ostern oder Weihnachten bezieht, dann können Sie hier auch ein Start- und Enddatum vorgeben, sodass eben diese Kampagne automatisch dann danach gestoppt wird.